Quatsch. Kurznachrichten. Liebe Lauschende und Lauschindin Don Don. Wenn diese Musik erklingt, dann kommt meist Roger Köppel aus der Schweiz, heute aber ein anderer Schweizer. Einer, der uns auch einen Jahresrückblick geschenkt hat. Dr. Daniel Ganzer. Oh ja, das ist schon etwas heißer. Geboren 1972 in Lugano, ein Schweizer Historiker und Publizist. Bekannt wurde er durch seine Dissertation NATO-Geheimarmeen in Europa. Sie wurde mit der Note Insigni cum laude bewertet. Sie beschreibt Stay-Behind-Organisationen. Diese sollten bei einer angenommenen Invasion von Truppen des Warschauer Paktes, so schreibt es Wikipedia, hinter deren Linien eingesetzt werden. Entdeckt wurden sie durch die Aufdeckung von Gladio in Italien. Sie wurden, so schreibt Wikipedia, teils im, teils nach dem Kalten Krieg aufgelöst. In der BRD aufgebaut bis zur Gründung der Bundeswehr. Der Bundesnachrichtendienst übernahm dann. Der BND die einzige, dem Bundeskanzleramt unmittelbar nachgeordnete Bundesoberbehörde. Vorläufer war die Organisation Gehlen, benannt nach Reinhard Gehlen, ehemaliger Generalmajor der Wehrmacht und Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost. Wikipedia teilt mit, im frühen BND und seinem Vorläufer arbeiteten zahlreiche NS-Täter, die teilweise gezielt rekrutiert wurden. Auch der Gestapo-Chef Klaus Barbie. Einige weitere werden genannt. So der Erfinder der mobilen Gaswagen Walter Rauf. 1990 wurde eine gesetzliche Grundlage für den Bundesnachrichtendienst verabschiedet. Ganzer verbiss sich danach in Sachverhalte um den 11. September. Hier wählte er ein falsches Thema. Seitdem wird er als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Seine Forschungsschwerpunkte, internationale Zeitgeschichte seit 1945, verdeckte Kriegsführung und Geostrategie, Geheimdienste und Spezialeinheiten, Peak Oil und Ressourcenkrieg, Wirtschaft und Menschenrecht. Er spricht sich für das Gewaltverbot der UNO aus. Lehraufträge hat er keine mehr. Selbst bezeichnet er sich als Friedensforscher. Akademisch hat er hier nichts publiziert, pflegt keine Kontakte zu deren Instituten. Ganzer, ein attraktiver 50-Jähriger, der mit sanfter Stimme einschmeicheln kann, damit große Hallen füllt. Vor der Pandemie fast ein kleiner Star. In der Pandemie war er etwas leiser, konnte sich klug auf seinen Titel als Historiker zurückziehen. Jetzt schenkt er uns einen interessanten Jahresrückblick. Teil 1 eines zwei Teile umfassenden Specials mit Daniele Ganzer. Für morgen habe ich Ausschnitte aus einer Talkshow 2015, in der es um die jetzigen Entwicklungen geht. Aber jetzt schauen wir zurück auf das Jahr 2022. Ja, in diesem Jahresrückblick möchte ich auf das Jahr 2022 zurückblicken. Es ist viel passiert. Die Queen ist gestorben, Argentinien ist Fußball-Weltmeister geworden, Russland ist in die Ukraine einmarschiert und in der Ostsee gab es einen Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline. Im Herbst 2020 konnte ich es nicht unterlassen, Ganzer zu parodieren. Das im Laufe des Beitrags. Jetzt aber erstmal in das Jahr 2022. Also 7. Februar, diese Reise von Scholz nach Washington. Sie erinnern sich, Scholz von der SPD wird am 8. Dezember 2021 vom Bundestag, also vom deutschen Parlament zum Bundeskanzler gewählt und löst dann nach 16 Jahren eben Angela Merkel ab, die von der CDU natürlich war und sehr lange regiert hat. Und dann zu seinem Antrittsbesuch geht er nach Washington. Am 7. Februar trifft er Joe Biden im Weißen Haus. Und diese Situation ist interessant, weil sie sprechen über diese Ostsee-Pipeline. Die Nord Stream 1 liefert ja Erdgas von Russland nach Deutschland schon seit 2011, also schon seit 11 Jahren. Und dann haben die Russen zusammen mit den Europäern eine zweite Pipeline gebaut. Das ist die Nord Stream 2. Und interessanterweise sagt dann der amerikanische Präsident, wir wollen das nicht. Ja, wir wollen nicht, dass Russland und Deutschland Erdgas liefert. Und das ist eigentlich aus Sicht eines europäischen Beobachters, wie ich es ja bin, erstaunlich. Ja, weil die USA würden ja nie europäische Kritik akzeptieren, wenn wir sagen würden, wir wollen nicht, dass ihr zum Beispiel eine Pipeline von Kanada nach USA legt. Dann würden die Amerikaner sagen, ja, das geht euch überhaupt nichts an, wir legen diese Pipeline so, wie wir wollen. Aber in diesem Fall gab es einen richtigen Streit um diese Pipeline. Also das ist diese Nord Stream 2, die wurde noch im September 2021 fertiggestellt.
Und als Scholz dann eben in Washington war, war diese Pipeline fertig und man hätte sie mit Gas füllen können und mit einer jährlichen Transportkapazität von 110 Milliarden Kubikmeter Erdgas könnten eben diese vier Stränge 1 und 2 den gesamten Erdgasverbrauch von Deutschland als Industrienation sichern. Dieser betrug nämlich im letzten Jahr 90 Milliarden Kubikmeter. Also nochmals, das sind also Pipelines, die führen von Russland direkt nach Deutschland. Das sind die einzigen Pipelines, die nicht durch ein Transitland wie die Ukraine oder Polen gehen. Und die Nord Stream 1 hat zwei Stränge und die Nord Stream 2 hat zwei Stränge. Also insgesamt sprechen wir hier über vier Rohre. Macht Nord Stream 2 auf? Gehen wir nach Russland. Das ist natürlich jetzt das wichtigste Datum meiner Meinung nach vom ganzen Jahr 2022. Am 24. Februar nämlich greift Russland die Ukraine mit Panzern an. Das ist sicher das dominante Ereignis vom ganzen Jahr. Hier ein Bild, die russischen Panzer, wie sie einmarschieren in die Ukraine. Und man muss hier sagen, das hat eigentlich das Jahr dominiert. Es ist tatsächlich so, dass diese ganze Corona-Diskussion, die vorher extrem dominant war, danach ab dem 24. Februar eigentlich weg war. Und dann kam eigentlich die Diskussion über die Ukraine. Ich halte diesen Einmarsch in die Ukraine für illegal. Ein Land darf nicht in einem anderen Land einmarschieren. Die Amerikaner sind zum Beispiel 2003 im Irak einmarschiert. Ich halte das für illegal. Die Deutschen haben 1999 Serbien bombardiert. Ich halte das für illegal. Ich halte auch den Einmarsch der Bundeswehr in Afghanistan für illegal. Ab 2002 hat diese Operation begonnen. Oder Frankreich hat 2011 Libyen bombardiert, auch das illegal. Also wenn wir uns am UNO-Gewaltverbot orientieren, dann ist jeder Panzer, der über eine Grenze fährt, ja, das darf er. Das darf er nur mit Visa. Aber Ganser bekennt sich. Ich persönlich habe mich nicht gegen Corona impfen lassen, weil ich der Impfung nicht vertraue. Ich habe immer gesagt, ja gut, jeder soll selber entscheiden, er soll seinen Weg finden. Ja, ich bin heute hier zu Gast. Mein Weg, die Parodie. Dazu aber gleich. Zuvor der Blick nach Deutschland. Und da kommt eigentlich auch die Dimension rein, wo Deutschland in den Krieg zieht. Das hätte ich nie gedacht, muss ich ganz offen sagen. Deutschland ist jetzt heute im Krieg gegen Russland, weil sich die deutsche Regierung mit Waffenlieferungen an die Seite der Ukraine gestellt hat. Schauen wir uns das an. Das Datum ist der 26. Februar und am 26. Februar berichtet die Tagesschau, dass Deutschland Waffen der Bundeswehr liefert, 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luftraketen. Kanzler Scholz sagt, das sei eine Pflicht. Jetzt die Sache ist die, wenn man Waffen liefert an eine Kriegspartei und es handelt sich um tödliche Waffen, dann ist man selber Kriegspartei. Es ist nicht notwendig, dass die Bundeswehr in der Ukraine einmarschiert und dort russische Soldaten erschießt, die umgekehrt aus Russland in die Ukraine eingefallen sind, sondern schon das Liefern von Waffen ist eine Kriegsbeteiligung, wenn die Waffen tödlich sind. Ich stütze mich bei dieser Analyse auf den Völkerrechtler Norman Pech, der hat das so dargestellt, hat gesagt, Deutschland lieferte zuerst nur Helme, das ist noch keine Beteiligung am Krieg, aber sobald es um tödliche Waffen geht, ist es eine Beteiligung am Krieg. Das ist jetzt in der Öffentlichkeit wenig diskutiert, dass 2022 das Jahr ist, als Deutschland in den Krieg gezogen ist gegen Russland. Ich weiß auch nicht, ob in anderen Jahresrückblicken das so vorkommt, aber ich halte es natürlich historisch für ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das hätte ich selber persönlich nicht gedacht nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland ja gegen Russland, gegen die Sowjetunion Krieg geführt hat. Wenn mich jetzt jemand gefragt hat, kannst du dir vorstellen, dass Deutschland gegen Russland in den Krieg zieht, hätte ich gesagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wieder passiert. Aber das ist eben am 26. Februar 2022 passiert, also nur zwei Tage nach der russischen Invasion hat Deutschland tödliche Waffen geliefert. Und für das Volk ist das sehr schwer zu verstehen, weil wir waren viele von uns noch in dieser ganzen Corona-Diskussion. Braucht es hier einen PCR-Test? Muss man hier Maske tragen? War sozusagen die Frage. Und zack, plötzlich ändert alles und
es geht dann plötzlich um Krieg. Bevor wir noch einmal auf Nord Stream kommen und auf das Thema Referenden, meine ganze Parodie von 2020. Ihr habt das auch schon mehrfach erlebt. Habe ich in einem Fernsehstudio rumgesessen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender. Ich bin nicht gegen öffentlich-rechtliche Sender, überhaupt nicht. Aber wenn man Millionen von Gebühren einstreicht, dann erwartet man doch einen fairen Umgang. Und dann kann ich schon, das gebe ich hier einmal zu, sehr ungehalten werden. Dann möchte ich auf die Straße gehen und möchte einfach jemanden erschlagen, aber dann sage ich mir nein. Nein, Daniel, das darfst du nicht. Mach eine kurze Pause, atme durch. Aber es kommt auch immer wieder auf dich zurück. Weißt du, als ich noch jung war, da habe ich das Heil im Sport gesucht. Das tut schon einmal gut, wenn du dich an den Eiern eine Stunde mit dem Kopf nach unten aufhängst. Das macht frei, das befreit. Man muss immer wieder neu einen Weg finden, mögliche Aggressionen abzubauen. Auch im Hinblick auf das Gewaltgebotsverzicht der UNO. Also sag ich dir, als Freund, wenn es dich mal wieder hart trifft, mach eine Pause. Mal 10 Sekunden Pause. Und wenn dann einer auf dich zukommt und dir erklären will, beim 9-11 wären Flugzeuge im Spiel gewesen. Das ist ja völliger Unfug. Wir alle haben die Bilder gesehen vom 9-11. Hat da einer ein Flugzeug gesehen, dass da ein Flugzeug im Spiel war? Aber nein, auch davon darfst du dich nicht provozieren lassen. Du lehnst dich zurück, machst eine 10 Minuten Pause und dann siehst du die Welt mit anderen Augen. Ja, und auch ich beobachte manchmal Eichhörnchen. Ja, und auch ich lese manchmal in der Zeitschrift Beef. Und so kannst neue Energie tanken. Ja, und auch ich glaube, die eine oder andere Parodie kann da nicht von Schaden sein. Wichtig ist, keine Gewalt. Was ist auch noch passiert in diesem Jahr? Dieser Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline. Das war ja eigentlich eine Sache, die so niemand erwartet hat. Also ich auf jeden Fall nicht. Dieser Anschlag ereignete sich am 26. September bei der dänischen Insel Bornholm in 80 Metern Tiefe. Und jetzt rätselt natürlich die ganze Welt, wer war's? Ich weiß es nicht. Ich sage mal, ich weiß es auch nicht. Wir sind jetzt im Dezember, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis man das rausfindet. Jeffrey Sachs, ein gut informierter US-Amerikaner, hat gesagt, ich war nicht dabei, meine aber, dass die Amerikaner Nord Stream gesprengt haben. Biden sagte schon im Februar, sollte Putin einmarschieren, ist es aus mit Nord Stream 2. Auf die Frage einer Reporterin, wie man denn das bewerkstelligen wollte, sagt er nur, wir haben unsere Mittel und Wege. Und dann sagt Jeffrey Sachs, die USA und ihre Provokationen sind Europas größte Bedrohung derzeit. Interessant, diese Wortmeldung von Jeffrey Sachs. Daneben haben wir Oscar Lafontaine, gut informierter Politiker in Deutschland, jemand, der auch die internationale Gemengelage sehr genau beobachtet und gut vernetzt ist. Und er sagt, ohne das Wissen und die Zustimmung Washingtons wäre die Zerstörung der Pipelines, die einen Angriff auf unser Land darstellen, unsere Wirtschaft ins Markt treffen und unseren geostrategischen Interessen zuwiderlaufen, nicht möglich gewesen. Es war ein feindseliger Akt gegen die Bundesrepublik. Das heißt, Lafontaine sagt, es braucht mindestens Wissen und Zustimmung der USA. Vielleicht haben die Briten dann sozusagen die Pipeline gesprengt. Vielleicht war es ein anderes Land. Hier kann ich nur einfach daran erinnern, die Pipelines wurden gesprengt. Wer es war, unklar. Zum Ami sagt der deutsche Hans, mach die Pipeline Jans. Der Donbass ist ja eigentlich diese Region Luhansk und Donetsk. Und am 27. September 2022 stimmen diese Volksrepubliken eben ab. Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson. Und alle vier stimmen für den Beitritt zu Russland. Und damit wird die Landmasse der Ukraine nochmal kleiner, also zuerst so und dann so. Und diese Verkleinerung der Landmasse, verständlicherweise, wird von Kiew sehr kritisch gesehen. In Moskau hingegen am 30. September wird das gefeiert, also feiert den Beitritt zu Russland. Das sind die Vertreter von Cherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation, weil jetzt die Frage ist, ja, die Ukraine hat schon die Krim verloren 2014. Jetzt haben sie noch den Donbass verloren. Das gehört jetzt zu Russland. Kann die Ukraine diese Gebiete zurückerobern?
Oder wird Russland diese Gebiete nie mehr freigeben? Die Russen, wenn man am besten ihre Sicht anschaut, sagt, ja, ihr in der NATO habt ja das auch gemacht. Dann sagen die meisten Leute in der NATO, nein, das haben wir doch nie gemacht. Wir haben noch nie ein Land bombardiert und dann einen Teil abgespalten. Und dann sagen die Russen, doch, habt ihr gemacht in Serbien. Und dann erinnert man sich, ah ja, stimmt, in Serbien hat die NATO 99 bombardiert und dann Kosovo abgespalten. Kosovo ist jetzt ein eigenes Land, nicht von allen anerkannt, aber das war natürlich zuvor ein Teil von Serbien. Und so ist natürlich diese Debatte hier sehr, sehr intensiv. Und das Interessante ist einfach, dass dieser Terroranschlag und die Abspaltung dieser vier Kantone oder Bundesländer eigentlich diese Landesteile, dass das kurz aufeinander war. Zuerst war die Sprengung der Pipeline und dann war der Austritt von diesen vier Gebieten aus der Ukraine. Daniele Ganzer zum Jahr 2022 und morgen zurück in das Jahr 2015. Montag, der 2. Januar 2023. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. So soll es sein. International bei der versuchten Stürmung eines Gefängnisses haben Kriminelle im Norden von Mexiko mindestens 14 Menschen getötet. 24 Häftlinge konnten während der Kämpfe fliehen. Die Nachbarländer Kolumbien und Venezuela haben eine wichtige Brücke zwischen den Ländern geöffnet. Sie war 2019 nach politischen Differenzen gesperrt worden. Brasiliens Präsident Lula hat seinen Amtseid abgelegt. Syrien hat einen Beschuss des Flughafens von Damaskus durch die israelische Luftwaffe gemeldet. Zwei syrische Soldaten seien bei dem Angriff in der Nacht getötet worden. Der ORF berichtet, bezieht sich auf die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Nur selten äußert sich Israel konkret zu den Angriffen. Das Land betont aber immer wieder, es werde nicht zulassen, dass der Iran seinen Einfluss bis an die israelischen Grenzen ausdehne. Auch eine Kriegsmeldung im Kleingedruckten. Der bekannte iranische Samimi ist laut Medienberichten vorzeitig aus der Haft entlassen worden. 73 Jahre alt war er. Er wurde verurteilt wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit. Über 100 Menschen wurden vor Tunesiens Küste aus Seenot gerettet. Südkorea und die Vereinigten Staaten erwägen angesichts der wachsenden Bedrohung durch Nordkorea, ihre gemeinsamen militärischen Übungen, um US-Waffen zu erweitern. Hierzu im Detail die Kollegen des ORF. Die Nuklearwaffen gehören den Vereinigten Staaten, aber Planung, Informationsaustausch, Übungen und Ausbildung sollten von Südkorea und den Vereinigten Staaten gemeinsam durchgeführt werden. Washington stehe dieser Idee sehr positiv gegenüber. Nordkoreas Präsident, der ORF, nennt ihn Machthaber. Kim Jong-un will den Ausbau seines Landes zu einer mächtigen Atommacht forcieren. Das an sich undenkbare Atomkrieg wird mittlerweile als etwas völlig Normales in den Medien dargestellt. Man wird sich auf Atomkriege einzustellen haben. Wie immer, wenn über Nordkorea als feindliche Macht berichtet wird, erlaube ich mir den Blick auf die deutschsprachige nordkoreanische Nachrichtenseite und erinnere daran, auch in Nordkorea leben Menschen. Kim Jong-un besuchte zum Neujahr 2023 den Sonnenpalast Kumsusan. Im Stadion 1. Mai gab es die Neujahrsaufführung. Die Ouvertüre, Glockenschall und Schneie zum Neujahr. Aus dem Bericht, die Aufführung verhundertfachte die Überzeugung davon, dass die unwiderstehliche Kraft, in der um die Partei das gesamte Volk fest geschlossen ist, die Zukunft der Republik weiter lichtvoll sein wird. Man endet mit dem Endspiel unsere Staatsflagge. Soweit aus der KDVR. Meines Wissens dienen in der Armee der KDVR überwiegend Nordkoreaner, wenn nicht gar ausschließlich. Ist es erlaubt, im Jahre 2023 zu fragen, was die USA eigentlich im Süden der koreanischen Halbinsel verloren haben? Vielleicht ihr Geschäftsmodell Krieg in die Welt tragen? Als Transmissionsriemen dessen diente immer auch die US-amerikanische Popkultur. Anita Pointer, das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Pointer Sisters, ist verstorben. Wenn man die Pointer Sisters jetzt auf der Bühne sieht, dann die älteste Schwester Ruth. Visiting is pretty, visiting is good. Seems that all they ever wanted was a brother. Der Spiegel berichtet die Foo Fighters. Zitat, wir wissen, dass wir ohne Taylor eine andere Band sein werden. Taylor Hawkins war der Schlagzeuger der Band. Machen die Foo Fighters jetzt a cappella? Ich mag es mir nicht vorstellen.
so und nicht anders begehren die Anhänger, ihre Foo Fighters, die Band um den Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl, lernen mit Schlager die Foo Fighters, This Is A Call aus dem Debütalbum und All My Life. Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg. Eine ukrainische Drohne beschädigt eine Energieanlage im Gebiet Bryansk. Der Telegram-Kanal Ukrainer RU berichtet, bei denen in der Westukraine üblichen Gedenkfeiern für den Faschisten Stepan Bandera sind deutlich weniger Teilnehmer als in früheren Jahren gekommen. In Kiew wurden die geplanten Fackelzüge wegen des drohenden Beschusses ganz abgesagt. Gelegenheit, den Namen nochmal zu vergegenwärtigen. Stepan Bandera. Noch immer lässt uns Wikipedia wissen, seine Beurteilung ist in der Ukraine umstritten. Im Osten des Landes, auch Polen, Russland, Israel, überwiegend NS-Kollaborateur und Kriegsverbrecher. Noch immer werden auf Wikipedia Historiker benannt, die ihn als Faschisten bezeichnen. Seinen Anhängern liefern wir Waffen, vor allem wir Deutschen. Das wird zu bezahlen sein. Aber ich wiederhole mich. Und jetzt steht erneut unter ukrainischem Beschuss. CNN berichtet einen Kommentar eines Experten. Zitat: Die NATO könnte wegen der Waffenlieferungen die Geduld oder die Nerven verlieren und die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit über die langfristige Sicherheit stellen und auf einen für Kiew ungünstigen Frieden drängen. Eine Neujahrsansprache hielt auch Patriarch Kirill. Er meldet die Gefahr eines groß angelegten Krieges. Er stellt fest, die Beziehungen zwischen den Ländern haben sich in den letzten 10 Jahren verschlechtert. Aus der Rede ein Zitat, welches mich beeindruckt hat. Zitat: Kirill: Und wenn dieses Waffenarsenal nicht dem moralischen Zustand der Menschheit entspricht, steigt dann nicht die Gefahr, dass diese Waffen eingesetzt werden? All dies zeigt, dass die wissenschaftliche Entwicklung der menschlichen Zivilisation weder das Glück noch die Sicherheit der Menschheit gewährleisten kann. Das erinnert mich an meine Zeit in der DDR. Wir bekamen gelehrt, dass in den kapitalistischen Ländern der wissenschaftlich-technische Fortschritt nicht im Interesse der Menschen eingesetzt wird. Die Tagesschau berichtet, Kiew meldet Angriffe auf die Infrastruktur. NATO-Generalsekretär Stoltenberg ruft zu verstärkter Waffenproduktion auf. Und bereitwillig zitiert man den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er meint, die Russen haben Angst. Wir, also die Ukrainer, sind geeint. Die Russen eint nur die Angst. Ich habe Angst vor der Angst der Menschen, die sie dumm und gefährlich macht. Ich habe Angst vor der Angst der Menschen, Angst macht klein und gemein. Über die Angst in den westlichen Gesellschaften, besonders der Deutsche, sang vor 10 Jahren Falkenberg, den man aus DDR-Wertungssendungen als IC in Erinnerung behalten hat. In der Silvesternacht wurden in Berlin Rettungskräfte angegriffen. Die Feuerwehr will nun Kameras in Fahrzeugen. Das neue Jahr wurde mit gewaltigen Feuerwerksmengen begrüßt. Es gab viele Verletzte. Hierüber berichtet auch der Spiegel. Wetter! Heute im Süden vor allem freundlich, sonst viele Wolken und Regen. Wind auf den Bergen, Sturm. Zum Wochenende kann es im Bergland oberhalb 600 Meter schneien. Dort kühler. In der weiteren Vorhersage wird Regen erwartet. Und Sturm. Machabu. Alternative Music.